Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars. Mein Name ist Gabo und der Spawny ist natürlich auch wieder dabei. Jojo. Und ich sage erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und dann muss ich mich erstmal ganz doll entschuldigen für diese 5 oder 6 Folgen waren es jetzt, Andi, ne? Ja. Für die schlechte Tonqualität. Ja, woran hat es gelegen? Mein Pegel hat sich auf 100% gestellt. Und bei so einem Gesangmikrofon muss man ja wirklich sagen, ist es, Andi, ne? Ja, ja. Gesangmikrofon, ja. Das ist ein Gesangmikrofon, ja. Genau, ist halt dieses Problem, dass das dann sofort so übermäßig übersteuert etc., dass sich dadurch die Aufnahme wirklich übelst verschlechtert hat. Wir haben es dann, oder ich habe es dann probiert, mit unserem Tool zu verbessern, aber viel ging halt nicht. Man hat es probiert, aber mehr war halt nicht möglich. Ja, es geht jetzt weiter. Ich muss das letzte Stück. Benutze das Holoterminal deines Schiffes. Andi hat dieselbe Aufgabe. Wie gewohnt, ja. Wir werden uns auf den Weg machen zu unserem Schiff. Genau. Werden uns anhören, was es da zu quasseln gibt. Und dies und jenes. Ja. Halt Standard, Leute. Ich glaube, hier müssen wir auch hin, ne? Zu deinem Schiff, ja. Ja, mal schauen, wie es weitergeht. Dein Schiff. Alles klar, Tschüssikowski. Ja. Nächster Planet, willkommen. Vielleicht. Vielleicht müssen wir noch irgendwelche Nebenaufgaben wieder machen. Aber laut meiner Erinnerung, der nächste Eisplanet. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, Andi, ich fand den Planeten sehr schnell. Also Doch. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Na gut, wir haben auch die Hälfte ausgelassen, ne? Du Scheiße. Hier habe ich ein Gespräch mit dem Typen. Erstmal meine Gespräche mit den Typen gerade machen. Ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Ah, ganz recht. Geht auch nicht ganz so ab. Ja, ich bin froh, dass ihr bei uns seid. Der Chaos-Trupp kann von Glück sagen, dass ihr ihm beigetreten seid, Jun. Wir leisten schon so einiges. Dem müsst ihr nicht mühsam erwerben. Das kümmert mich nicht. Wir leisten schon einiges. Schwierige Herausforderungen und große Siege. Da seid ihr beim Chaos-Trupp genau richtig. Genau. Boah, der schnauft, ne, Leute. Ich denke immer, dass der Andi ins Mikro schnauft hier. Also Scheißfliege. Alles klar. 116 Zuneigung und 5245 EP bekommen. Dann haben wir hier gleich noch so einen Blödmann, der mit uns hier quasseln möchte. Den nehmen wir natürlich auch noch vor uns. Ella. Na, alles klar. Könnte ich euch kurz unter 4 Augen sprechen? Na klar. Ich möchte nur, dass ihr wisst, dass ihr mir viel bedeutet. Ihr habt mir weitaus mehr geholfen als irgendjemand sonst. Boah. Und aus diesem Grund bin ich gezwungen, euch zu fragen, ob ihr ähnlich empfindet wie ich. Oh, was glaubt ihr denn? Sie küssen. Ja, das machen wir! Juhu! Poppen! Mal sehen, ob ihr es erraten könnt. Die küssen sich, Andi! Haben sie geküsst? Ja, ich habe den Eindruck, dass ich euch nicht völlig gleichgültig bin. Es ist nur... Personalverordnung Abschnitt 2 verbietet romantische Verhältnisse innerhalb des Personals... Jetzt kommst du mit Paragraphen, dass das verboten ist. Ich würde gern mehr Zeit mit euch verbringen, aber ich möchte die Arbeit des Trupps nicht negativ beeinflussen. Flirten, ihr könntet recht haben. Wir haben uns unter Kontrolle. Vergesst den Trupp. Flirten. Das könnte ein riskanter Zug sein. Andererseits. Personalverordnung Abschnitt 1 sieht gemeinsam verbrachte Zeit als dienlich an. Der Einfluss interpersonaler Kompatibilität auf die Leistung... Los, zeig ihr, wie groß meine Waffe ist. Oh, diese Schweine. Die küssen ja nur. Wir sollten wohl wieder zur Tagesordnung übergehen, aber ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Ja.
Bella, Bella. So, ab geht's an Solo Terminal, Leute. Los geht's. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ja, es funktioniert. Captain, ich wurde gerade von Colonel Fieros kontaktiert. Wie ich hörte, war die Operation ein voller Erfolg. Jawohl. Die Entschlüsselung des Umbra-Codes wird weitreichende Folgen haben. Die Republik hat heute einen Vorteil errungen, der den Verlauf des gesamten Krieges ändern könnte. Gute Arbeit. Danke, ich habe nur ausgeholfen. Was ist mit meiner Belohnung, genau? Hier, Alte, lass Kohle springen. Ein Erfolg wie dieser verdient doch sicherlich eine gebührende Anerkennung. Sorgt euch lieber um eure Arbeit, nicht um glänzende Schmuckstücke. Sergeant Yun, tretet bitte vor. Sergeant Yun, es ist mir eine Freude, euch offiziell der Sondereinheit 326 der Republikanischen Armee, Codename Chaos-Trupp, zu unterstellen. Ich glaube, gibt es auch wieder neue Flugdailies, oder? Der Chaos-Trupp ist jetzt vollständig. Geplaudert wird später, Jun. Oh, der Chaos-Trupp ist vollständig. Das Team hat endlich seine volle Stärke wieder erlangt. Das war schon längst überfällig. Ich gratuliere. Dank Sergeant Yun kann der Chaos-Trupp endlich den Angriff auf die Faust-Superwaffe starten. Jetzt starten wir die... sofort nach Coruscant zurück, Captain. Es gibt viel zu besprechen. Gaza, Ende. Okay, Erfolg abgeschlossen. Das letzte Stück. Es gibt hier ein paar Waffen. Nichts Schönes. Hier wieder für eine Stunde EP erhöht bekomme ich. Ja, das werden wir wieder benutzen, wenn ich mit Andy zusammen in eine Inni gehe oder in Flashpoint, nennt man es ja hier. Oh, unsere Tussi möchte schon wieder mit uns reden. Jetzt hoppern, komm. Entschuldigt, ich muss dringend mit euch sprechen. Es geht um Captain Kalor. Oh. Er versucht, eine offizielle Untersuchung meines Deserteurstatus durchzusetzen. Wenn er Erfolg hat, könnte ich vom aktiven Dienst suspendiert werden. Bringen wir den Schwachkopf einfach um. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass Kalor verschwindet. Kalor ist lästig, aber es gibt ganz sicher keinen Grund, ihn zu töten. In Kalors Nachricht hieß es, dass er sich aufgrund der Aussage eines zivilen Sicherheitsoffiziers auf Taris dazu gezwungen sehe, diese Untersuchung einzuleiten. Der Offizier heißt Ridu. Während des Besuchs eines republikanischen Senators befehligte er kurzzeitig meinen Trupp. Der Senator wurde getötet und Ridu will mich für seine Fehler verantwortlich machen. Wie können wir das Problem aus der Welt schaffen? Ich muss mit Ridu auf Taris sprechen. Ich habe ein Recht, meinem Ankläger ins Gesicht zu sehen. Und genau das habe ich vor. Ich sollte mich lieber direkt darum kümmern. Je früher die Sache bereinigt ist, desto besser stehen unsere Chancen, Kalors Anhörung zu vermeiden. Okay. Ich bin froh, euch berichten zu können, dass mein Plan, Ridu zur Rede zu stellen, erfolgreich war. Als ich ihm die umfassende, entlastende Dokumentation zeigte, die ich vorbereitet hatte, gab er zu, sich an gewisse Schlüsselfakten falsch erinnert zu haben. Er wird dementsprechend aussagen. Heißt das, dass Kalors Fall nicht weiter verfolgt wird? Das kann ich nur hoffen. Da scheint ein Hologespräch für uns anzukommen. Dawn, hier ist Kalor. Was geht dir vor? Ich habe gerade erfahren, dass Ridu seine Aussage widerruft. Das ist uns neu, Captain. Spielt keine Spielchen mit mir. Ich dachte immer, ihr würdet kooperieren, Elara. Aber ihr verbergt irgendetwas. Und ich werde herausfinden, was es ist. Ich habe alle Regeln befolgt. Alles gesagt, was ich weiß. Wann hört das endlich auf? Selbst die Besten machen Fehler. Kalor ist ein Idiot. Macht euch später Gedanken. Genau. Dieser Schwachkopf hat keinen Grund, die Sache so hoch zu spielen. Wahrscheinlich tut er einfach nur seine Pflicht. Und wo wir dabei sind, wir sollten uns auch wieder an die Arbeit machen. Danke nochmal für eure Hilfe. Alles klar, Baby. Meine Moscherie, meine Pimonkirsche. Okay, ich soll nach Coruscant, Andi. Ich bin noch auf dem Planeten der Jedi-Ritter, muss da noch ein bisschen quatschen. Okay. Also reise ich schon mal nach Coruscant. Coruscant.
Coruscant. Da jetzt hinreisen, jawohl. Ja, wir werden da jetzt unseren neuen Auftrag annehmen. Bei den Jedis dürfen wir ja eh nicht mit rein in den Raum, Leute. Deswegen geht der Andi gerade alleine. Genau. Nur für Jedis erlaubt. Genau, aus dem Grund wäre das Blödsinn, wenn wir da jetzt mitreisen würden. Das haben wir ja hinter uns. So, ich verlasse das Schiff und gehe nach Coruscant. Und... Schub der Steigerung deiner Erfahrung und Tapferkeitsgewinn sind auf Kartellmarken erhältlich. Aha. Ich würde sagen, Leute, solange wie der Andi nicht da ist, weil ich glaube, der will mit nach Coruscant, oder soll ich das gerade alleine machen? Was denn? Coruscant, meinen neuen Auftrag holen und so. Kannst du auch, glaube ich, auch so hin, ne? Ja, ich kann das auch alleine machen. Ich kann helfen. Spielt eigentlich keine Rolle. Gut, dann mache ich das gerade alleine. Dann laufen wir jetzt nach Coruscant und holen uns ein paar Sachen. Ja. Ja, dass man halt bei den Jedis sich mit rein darf, finde ich auch ein bisschen doof. Wenn man gerade als Gruppe spielt, ist das ein bisschen scheiße. Das muss man wirklich sagen. Aber gut. Die Jedis sind halt was Besonderes in Star Wars. Das muss man wirklich sagen. Und da gehört sowas halt auch dazu. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. Nach ganz oben, okay. Dann düsen wir hier mal lang mit unserem geilen neuen Flitzer. Ja, haben uns ja in den letzten Videos das 110% Fliegen gekauft. Und ja, macht jetzt ja auch richtig Laune. Der Andi kann ja ein bisschen erzählen, was bei ihm so passiert. Bei mir quatschen die nur ganz halt irgendein komisches Zeug wegen dem Imperator. Achso. Ja, den kaufen wir einen Vibrator und dann ist er doch zufrieden. Das wissen sie doch jetzt so langsam. Oh. So. Wir müssen jetzt gucken, was gleich die Tussi von uns will. Weil die sitzt ja hier in Coruscant. Dass uns das nicht per Holo sagt, verstehe ich eh nicht. Finde ich immer ein bisschen nervig, dass man jetzt hier runterknallt für nichts. Aber das ist halt MMO. Da ist das halt normal. Sonst würde solche Spiele ja auch nur einen Tag dauern. Und dann wäre man fertig. So, wo müssen wir hin? Wir verlaufen. Ja. In den... Ja, ja, helf du mein Mäuschen. Ja, da habe ich eine Freundin in Star Wars. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wenn das meine Frau wüsste. Das ist ein Scheidungsgrund. So. Müssen wir hier auch noch komplett durchlatschen. Ja, heute scheinen die Server auch mal wieder ein bisschen akkurater zu laufen. Ich finde, die Ladezeiten sind heute mal nicht so lang. Da dürfen wir doch gar nicht rein. Ja, und jetzt? Darf in die Phase nicht rein. Der Zutritt dieser Phase ist momentan nicht gestattet. Warum? Hä? Soll ich vielleicht den anderen Begleiter nehmen? Verstanden. Auch nicht. Ich darf da nicht rein, ich soll da rein, aber geht nicht. Oh. Gleich nach oben? Ne, ich stehe ja direkt davor. Ist nicht gestattet. Gibt es doch sonst auch keinen anderen Eingang. Alle laufen da rein, außer ich. Ich komme da nicht rein. Ich verlasse mal ganz kurz die Gruppe, Andi. Geht nicht. Der Zutritt dieser Phase ist momentan nicht gestattet. Hä? Ich
Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Ich werde mal relocken. Wir hören uns gleich wieder. Jo, da sind wir wieder zurück. Ja, Leute, woran hat es gelegen? Keine Ahnung, wissen wir beide nicht. Ich bin einfach beigegangen, habe die Quest hier unten auf zurückgesetzt gemacht und dann wurde es grün. Ja, das war eigentlich alles. Ja, wir marschieren da mal rein und der Andi ist jetzt auch schon hier. Genau. So. Da lang. Ja. Oh, Entschuldigung, ich wollte euch auch mal was erzählen. So. Was ist hier, Alter? Wollen wir uns die alte Schabrakmane hören, die mir hier schon Theater macht heute Abend. Und steht bequem. Wie ich höre, habt ihr den Chaos-Trupp auf volle Stärke gebracht, Captain. Meinen Glückwunsch. Danke sehr, jetzt sind wir für alle gewappnet, kommen wir gleich zur Sache. Wir sind hier, um die Faust zu zerstören und nicht um höfliche Konversation zu betreiben, Sir. In der Tat. General Garza, wollt ihr vielleicht den Anfang machen? Gern. Wie ihr wisst, Captain, kann das Imperium mit seiner Superwaffe, der Faust, jedes Schiff im Hyperraum erfassen und zerstören. Diese Fähigkeit verschafft dem Imperium einen unüberwindlichen Vorteil. Okay. Außerdem wird ein Angriff auf die Faust dadurch erheblich... Ich bin vollzählig. Möglicherweise konnten wir mit den technischen Daten, bei deren Beschaffung ihr mitgewirkt habt... Denn ich bin Batman. Und wie soll das funktionieren? Tolle Neuigkeiten, hoffentlich ein guter Plan. Könntet ihr diesen Angriffsplan erläutern, Sir? Wir haben die imperialen Daten ausgewertet und ermittelt, wie viel Zeit die Faust benötigt, um ein Ziel zu erkennen und zu erfassen. Euer Schiff und mein Kampfgeschwader werden sich der Faust durch mehrere kurze Hyperraumsprünge annähern, wobei wir immer unterhalb ihrer minimalen Erfassungsdauer bleiben. Wiederholte kurze Hyperraumsprünge sind allerdings äußerst ineffizient und unsere Schiffe werden nicht mehr genug Treibstoff für die Heimreise haben. Ein Sieg auf der ganzen Linie ist also unsere einzige Möglichkeit. Das hört sich gewagt an, das hätte ich sowieso vor. Eine Niederlage kommt für mich ohnehin nicht in Frage, Sir. So ist es recht. Sobald der Angriff beginnt, werden Lieutenant Korias Tresorknacker den Planetenschildgenerator ausschalten, der die Faust schützt, damit der Chaos-Trupp sie entern kann. Wenn ihr an Bord seid, beginnt euer Sprengeinsatz. Sergeant Yoon wird euch helfen, die Schutzsiegel am inneren Kern der Waffe zu umgehen. Dann dringt Spezialist Wieg mit euch in den Kern ein und platziert Sprengladungen an entscheidenden Schwachstellen, damit die Faust vollständig zerstört werden kann. Klingt einleuchtend, das darf ich selbst. Klingt einleuchtend. Ich arbeite also zuerst mit Yoon und dann mit Wieg zusammen. Verstanden. Während eures Sprengeinsatzes solltet ihr zwei Mitglieder des Chaos-Trupps darauf ansetzen, die Brücke der Faust zu stürmen und sämtliche Daten aus den Waffencomputern herunterzuladen. Wer keine Aufgabe zugewiesen bekommt, soll den Rest des Teams unterstützen, wenn nötig. Sobald ihr eure Ziele erfüllt habt, müsst ihr die Faust sofort evakuieren. Verstanden? Der Einsatz sollte sofort beginnen. Gut, diese Besprechung ist zu Ende. Das ist ein Mega-Auftrag. Ich kann die Wichtigkeit dieser Mission gar nicht genug betonen, Captain. Die zukünftige Sicherheit der Galaktischen Republik hängt an der Zerstörung dieser einen Waffe. Okay. Solche Situationen sind für euch und eure Leute nichts Neues. Ihr habt schon andere ausweglose Lagen erlebt und sie durch Geschick und Entschlossenheit überwunden. Wenn jemand diesen Angriff anführen und uns zum Sieg verhelfen kann, dann der Chaos-Trupp. Die Republik verlässt sich auf euch. Und nun geht. Zeit, Spaß zu haben, fangen schon mal an, Paraden zu planen. Wir jagen die Schrottmühle schneller hoch, als ein Imperialer blinzeln kann. So, los geht's. Dieselbe Quest habe ich übrigens auch. Reise zur Faust. Nur, dass ich nicht die Faust zerstören muss, sondern den Imperator. Na toll. Also der die Faust befehligt. Du kriegst immer das bessere Schnitzel, ist schon klar. Richtig. Mal das Größere. Das Größere hast du, aber ich habe das Bessere. So Leute, bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Star Wars. Und dann werden wir die Faust in den Arsch treten. Denn mein Name ist Batman. Ciao, ciao.